de la France, Isabelle Sarech et Xavier Debernis. Nun Isabelle Sarech und Xavier Debernis. Sie trainieren im Bundesleistungszentrum Oberstdorf bei Martin Skotnitzki, der ja auch die Dijonais trainiert. Ihre Musik? Carmen. Gleich zu Beginn ein ganz kleiner, winziger Fehler. Ich hoffe, die Preisrichter haben das übersehen. Bisher eine sehr gute Leistung, sehr ausdrucksstark. Da hat Ballettmeister Werner Lipowski sehr gute Arbeit geleistet. Weiß, dass die beiden hervorragend getanzt haben. Isabelle hat die mannstolle Carmen hervorragend dargestellt. Das Ganze war eingebettet in saubere Tanzschritte,
Da war Spektakel drin. Da kam die Dramatik dieser aufregenden Geschichte voll zum Ausdruck. Das war große Klasse. Ich habe die beiden sehr oft in Oberstdorf trainieren sehen. Sie sind ja Dritte der französischen Meisterschaften nur, aber hier auf dem internationalen Parkett hat es schon diesen Rollenwechsel gegeben. Sie liegen ganz klar vor. Martin Skotnitzki ist glücklich. Bruni Maaßen bedankt sich bei Xavier Debernis für diese glänzende Leistung. Es war ja schon eine Überraschung, dass sie als Zwölfte in dieses Kürfinale gingen. Aber die Noten hätten eigentlich einheitlich über 5 liegen müssen. Da halten sich der Amerikaner und die Bulgarin vornehm zurück. 5-2, das ist eine korrekte Wertung für diese glänzende Darbietung der Carmen on Ice. Das passt natürlich zu dem Film. Und ich weiß nicht, ob man eine so gute Tanzszene überhaupt in dem Carmen on Ice Film von Katharina Witt von Tänzern sehen kann. Ich glaube nicht. 5-4 gibt Frankreich zu Recht, 5-4 aus Großbritannien, 5-2 aus Kanada. Die beiden haben allen Grund, zufrieden zu sein. Ein junges Paar mit glänzender Perspektive. Carmen, das war wie maßgeschneidert für sie. Eine glückliche Zusammenarbeit von Werner Lipowski, dem Ballettmeister aus dem Bundesleistungszentrum Oberstdorf.